Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wernige Röderin, liebe Wernige Röder, liebe Freunde und Gäste unserer Stadt. Der Neujahrsempfang 2021 der Stadt Wernigerode ist ein Experiment und eine Premiere. Vieles in unserem Leben ist momentan anders als sonst. So ist es auch mit dem diesjährigen Neujahrsempfang. Anders, aber er findet statt. Die traditionsreiche und beliebte Zusammenkunft vieler Akteure aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Verwaltung hat notgedrungen oder vielleicht doch besser formuliert, erfreulicherweise ein neues Format in diesen Zeiten gefunden, selbstverständlich ohne jeglichen Anspruch auf Fortsetzung. Das Rathaus kommt zu Ihnen nach Hause und ich darf Sie alle herzlich vor Ihren Bildschirmen begrüßen. Die aktuellen Zahlen sagen uns, dass wir momentan 180 Gäste als Zuschauer oder Follower von hier aus begrüßen können. Einer fehlt. Die Hauptperson des Neujahrsempfangs der Stadt Wernigerode. Der Oberbürgermeister kann heute Abend nicht mit dabei sein. Er ist kurzfristig erkrankt. Er wollte aber auf keinen Fall die intensiv vorbereitete und angekündigte Veranstaltung absagen und hat mich gebeten, seine Vertretung am heutigen Abend zu übernehmen. Gestatten Sie mir bitte, die ersten Gedanken sicherlich auch in Ihrem Namen an Herrn Gaffert zu richten. Lieber Peter, wir werden dich heute Abend vermissen. Wir wünschen dir von Herzen gute Besserung. Kuriere dich ohne Ungeduld. Wir geben unser Bestes und freuen uns, wenn du wieder fit und gesund die Regie in unserer Stadt übernimmst. Alles Gute. Wir vermissen nicht nur die Anwesenheit von Herrn Gaffert am heutigen Abend, sondern speziell natürlich auch seine Neujahrsrede in seiner unnachahmlichen Art und in seiner speziellen Brillanz. Er hat es sich jedoch nicht nehmen lassen, eine Grußbotschaft zu verfassen, die mich heute Mittag erreichte, mit der Bitte, sie zu verlesen, was ich natürlich hier mit großer Freude machen möchte. Liebe Gäste, dass seit nunmehr einem Jahr fast alles anders ist, daran haben wir uns inzwischen gewöhnt. So ist auch der Neujahrsempfang der Stadt Wernigerode dieses Jahr anders. Für mich persönlich ist dieser Empfang zu Beginn des Jahres eine Herzensangelegenheit und er gehört für mich zu den schönsten und wichtigsten Veranstaltungen der Stadt. Deshalb freue ich mich, dass mein Team eine Form gefunden hat, damit er trotz allem stattfinden kann. Und ich bin dankbar, dass Sie alle dabei sind. Aber alles ist anders und so tut es mir leid, Sie heute nicht persönlich über die Bildschirme begrüßen zu können. Was aber Bestand hat, ist mein Dankeschön für die vielen kleinen und großen Gesten der Unterstützung in diesem so besonderen letzten Jahr. Und ich schaue mit Zuversicht nach vorn, denn ich weiß, dass Menschen wie Sie helfen werden, dass unsere Stadt nach dieser eher dunklen Zeit wieder leuchten wird, vielleicht sogar heller als je zuvor. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen und wünsche Ihnen nun viel Freude beim Neujahrsempfang der Stadt Wernigerode. Bleiben Sie gesund, Ihr Peter Gaffert. Herr Gaffert hat ausdrücklich darum gebeten, in seinem Namen besondere Wünsche an Sie zu richten und an die Menschen in dieser Stadt zu richten. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist ihm die Zuwendung an die Wernigeröderinnen und an die Wernigeröder mehr denn je ein inniges Bedürfnis. Unser Mitgefühl, Trost und Zuspruch richtet sich an die Erkrankten und an Menschen, die Leid oder Trauer erfahren. Unser Verständnis, unsere Unterstützung und alle mögliche Hilfe sollen diejenigen erfahren, die gerade in Nöten und Ängsten um die persönliche und berufliche Zukunft leben. Es gilt aber auch in besonderem Maß Dank zu sagen an alle diejenigen, die unter schwierigen Bedingungen, häufig verbunden mit den Risiken für die eigene Gesundheit, helfen, heilen, betreuen, versorgen, freiwillig Unterstützung geben, uns medizinisch versorgen, die Notbetreuung der Kinder in Kindertagesstätten und Schulen übernehmen, die Betreuung und Pflege hilfsbedürftiger Menschen aufopfernd absichern. Der Dank gilt all denen, die unsere Versorgung in Lebensmittelmärkten, im öffentlichen Verkehr mit Bus und Bahn organisieren, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eine funktionierende Verwaltung sorgen oder mit Musik
oder Darbietungen nach Corona-Einschränkungskriterien, mitunter von Balkonen, für Abwechslung und Freude in unserem Alltag sorgen. Kurzum, Dank an alle, die dazu beitragen, dass unser Leben bestmöglich den Umständen entsprechend funktioniert. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich der zwischenmenschliche Zusammenhalt unter schwierigen Bedingungen entwickelt hat. Eine der wenigen, aber schönen und positiven Erfahrungen in dieser Zeit. Pandemiebedingt ist das öffentliche und private Alltagsleben erheblich eingeschränkt und angehalten. Der Lockdown oder Shutdown bestimmen das Geschehen dieser Zeit. Doch es gibt auch Zeichen der Zuversicht. Die Stadt bleibt nicht stehen, ist die Überschrift eines OB-Interviews in der Harzer Volksstimme dieser Tage und nimmt Bezug auf Aktivitäten, Investitionen und Baumaßnahmen, die die Stadt weiterentwickeln und vervollständigen werden. Lassen Sie mich bitte kurz einige Schlaglichter auf die Highlights unserer investiven Stadtlichter des letzten Jahres werfen, nachzulesen oder nachzuschlagen übrigens im Amtsblatt des Monats Dezember, wie jedes Jahr, Jahr für Jahr eine Doppelseite mit dem Querschnitt beispielhafter Projekte der Stadtentwicklung. Auch nicht schlecht. Wie zum Beispiel Feuerwehrgebäude in Schierke und Minzleben, mein Einkaufsmarkt in Schierke, die Werkstatt der HSB auf dem Ochsenteichgelände, ein Heizkraftwerk der Stadtwerke in der Ochsenteichstraße zur Versorgung der Innenstadt mit Fernwärme als regenerative Energie. Konzerthaus Liebfrauen. Der Hauptbahnhof wird als einer von 16 in Deutschland zum Zukunftsbahnhof erklärt. Das Harzklinikum errichtet einen Neu- und Erweiterungsbau und sichert den Standort. Wohngebiete entstehen an der Sennhütte und auf dem Lindenberg. Die Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode erweitert das Seniorenheim im Stadtfeld. Die Dauerbaustelle Schloss arbeitet an Dächern und an der Kirche. Die Schwimmhalle ist saniert, die breite Straße komplettiert, die Grünanlage an der Roseninsel neu gestaltet. Und das sind nur einige Beispiele. Es gibt viele andere mehr aus dem Jahr 2020. Und auch in diesem Jahr werfen viele gute Projekte ihre Stadtlichterschatten bereits voraus. Diverse Bebauungspläne für mehrere hundert Wohnungen sind in Arbeit oder Umsetzung, unter anderem am Küchengarten oder an der Breitenstraße 84. Das Stadtentwicklungskonzept und der Flächennutzungsplan sollen neue strategische Ausrichtungen der Stadtentwicklung vorbereiten. Die Themen Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Biodiversität werden hierbei noch stärker als bisher greifen. Der letzte Bauabschnitt der Friedrichstraße wird ausgebaut, die Louis-Breile-Straße wird einschließlich Abwasserkanal erneuert, die breite Straße im nunmehr fünften Bauabschnitt fertiggestellt. Die Sanierung der Grundschule Harz beginnt, ebenso der Neubau, der lange überfällige Neubau der August-Hermann-Franke-Schule in Hasserode oder der Ausbau des Jugendclubs Center. Begonnen wird ein neuer Speisesaal für die Diesterwegschule. Der Kindergarten in Silstedt wird erweitert. Das Thema Hochwasserschutz in Wernigerode weiter geplant und umgesetzt. Schloss Wernigerode wird begonnen und mit einem gut ausgestatteten Förderprogramm barrierefrei ausgebaut. Und der Aussichtsturm am Bürgerpark wird versetzt und aufgewertet. Öffentliche Mittel von über 7 Millionen Euro stehen hierfür zur Verfügung. Und das sind wahrlich keine kleinen Lichter. Jubiläen lassen unsere Stadt immer in einem besonderen Licht erstrahlen. Nach 30 Jahren deutscher Einheit, in Begleitung einer Ausstellung über 30 Jahre Stadtentwicklung in Wernigerode im Bürgerpark im letzten Jahr, steht auch 2021 ein ganz spezielles Jubiläum im Jahreskalender der Stadt. Vor genau 900 Jahren, im Jahr 1121, ist der Name unserer Stadt und des Grafenhauses erstmals erwähnt und urkundlich belegt. 158 Jahre vor der Verleihung seinerzeit des Stadtrechts. Auch diese stadtgeschichtliche Begebenheit ist Anlass einer speziellen Würdigung. Unsere Stadt hat eine lange Geschichte und eine wechselvolle Geschichte. Es gab viele gute und viele schlechte Zeiten. Mehrfache Epidemien, Stadtbrände, Kriege, Zerstörung
haben schmerzhafte Wunden hinterlassen. Aber es gab mehr gute Zeiten als schlechte Zeiten. Wunden verheilten und die Stadt wurde stärker, schöner und bunter. Und ihr Lebenslicht ist nicht erloschen, es wurde heller.